Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei Victoria 3, zurück im Jahr 1846. Ich beginne mit einem organisatorischen Hinweis für diejenigen, die das Let's Play immer aktuell verfolgen. Ich bin derzeit auf Videoreise und zwar genau genommen hier. Hier befinde ich mich gerade, wenn ihr das seht. Dazu wird es dann auch später hier auf YouTube Videos geben. Aber das bedeutet, dass ich nicht in gewohnter Weise aufnehmen kann. Deswegen gibt es aktuell ein reduziertes Programm. Währenddessen erscheinen diese Videos nur alle zwei Tage. Nicht wie gewohnt täglich in bestimmter Staffelreihenfolge, sondern alle zwei Tage. Schaut gerne in den Programmkalender, Link in der Videobeschreibung, wenn ihr es genau wissen wollt. So, das soll uns aber jetzt nicht abhalten, weiterzumachen. Und wir haben hier Russland verlassen in einer doch dramatischen Situation. Eine schwierige Entscheidung steht bevor. Nämlich, wir haben hier versucht, weiter, ja, Land zu gewinnen, Länder zu integrieren, ins russische Reich zu holen. Aber die Chinesen haben sich eingemischt und nun stellt sich die Frage, wie sollen wir darauf reagieren? Ich habe euch das gefragt, es gab wahnsinnig viele Kommentare, ich habe alle gelesen. Die Meinungen gehen sehr weit auseinander. Ich würde schon sagen, dass die deutliche Mehrheit dafür war, hier nicht einzuknicken, nicht klein beizugeben. Aber wie dann zu verfahren ist, da gab es dann natürlich wiederum auch unterschiedliche Meinungen, logisch. Viele interessante Argumente habe ich gehört. Ich denke, rollenspielerisch gesprochen, auch wenn das kein Roleplay-Ansatz ist, aber so ein bisschen authentisch kann man es ja schon stricken, würde ein Zar in dieser Situation, gerade wo er sich überlegen fühlt, vermutlich nicht hier einknicken. Zu Recht wurde darauf hingewiesen, dass die chinesischen Soldaten sehr schwach sind. Das kann man sich tatsächlich angucken. Wir sehen hier die Truppen. Warte mal, wir müssen nur in den Tooltip reinschauen. Und wir sehen hier 10 Offensive, 10 Defensive. Der Hintergrund, ich glaube, wir können hier uns auch das anschauen. Die haben noch uneinheitliche Infanterie, das heißt noch keine Linieninfanterie. Das heißt schwache Gegner. Dennoch logistisch nicht einfach. Und es gibt ein weiteres gravierendes Problem, was mir tatsächlich insgesamt überhaupt noch nicht so bewusst war, dass das Spiel hier ein völlig anderes System inzwischen hat, was nämlich die Verluste betrifft und wie die ersetzt werden. Ja, es wird jetzt sehr stark wieder mit Manpower operiert und ihr werdet euch sicher noch an diesen Krieg hier gegen Österreich-Frankreich erinnern, wo wir ja doch uns engagiert haben und mit 100.000 Mann bereit standen. Und das hat doch gravierende Auswirkungen gehabt. Und hätte ich das vorher gewusst, weiß ich nicht, ob ich das in der gleichen Form gemacht hätte. Und zwar, unsere zweite Armee, die dort Kampfhandlung, ich glaube, die dort in die Offensive gegangen ist, schaut mal, die hat nach wie vor nicht mal ansatzweise ihre volle Mannstärke. 100.000 Mann soll sie haben. Aktuell nur ein Drittel, 33.000 Mann sind dort in der zweiten Armee. Die Verluste waren offensichtlich hoch. Und woran liegt das, dass das nicht ersetzt wird? Wir können uns das mal angucken. Schau mal hier irgendwie so eine tatarische Linieninfanterie an. Wenn wir da mal reingehen, hier zum Beispiel nach Kasan, sehen wir, dass es offensichtlich an den Offizieren mangelt. Klar, die Soldaten sind auch nicht da, aber auch eine interessante Information, habt ihr mir mehrfach geschrieben, es wird sozusagen von oben nach unten eingestellt, beziehungsweise die Zahl der Vorgesetzten in einem Betrieb, in diesem Fall Offiziere, die begrenzt auch die Zahl der normalen Arbeiter, in diesem Falle Soldaten. Das heißt, wenn man irgendwo keine Kapitalisten hat, kann man auch nicht mehr Arbeiter einstellen. Und genauso ist es mit den Offizieren. Das heißt, wir haben in diesem Krieg einen Großteil unseres Offizierskorps verloren und die wiederum sind ja gebildete Leute gewesen. Und die haben wir halt nicht mehr hier in Kasan und wo auch immer. Das heißt, wir haben im Moment deutlich zu wenig Offiziere, um unsere Armeen aufzufüllen. Eine Situation, die mir vorher so auch noch nicht bekannt war. Krass, aber natürlich sehr, sehr spannend und interessant. Ja, gut, was bedeutet das? Nochmal zu den Möglichkeiten. Man könnte, wenn man nicht einknicken will, sagen, okay, man erobert nur Kokand und verteidigt nur. Das wäre vermutlich das Manpower-Sparendste. Es wäre aber natürlich auch denkbar, eigene Kriegsziele durchzusetzen. Ich denke nicht, dass wir wirklich Land fordern, was wir später auch über Nationalismus bekommen können, über diesen Weg hier, ne? Habe ich euch ja gezeigt, der Herrscher des Ostens. Aber was natürlich sehr, sehr hilfreich sein könnte, wäre ein Vertragshafen in China zu haben.
Und zwar idealerweise vielleicht auch historisch hier, wo Port Arthur sich befunden hat, in der Nähe, durchaus in der Nähe der chinesischen Hauptstadt Peking, was uns bei zukünftigen Kriegen es ermöglicht, sehr schnell eine zweite Front aufzubauen, weil wir haben ja quasi schon eine zweite Front dann, wir hätten eine. Der Brückenkopf wäre da, Peking immer sehr nah bei. Das würde so einen Krieg deutlich vereinfachen und wir hätten dann hier auch schon einen schönen Flottenstützpunkt, falls wir in Asien noch weiter aktiv sein wollen. Das ist schon ein sehr attraktives Ziel und im Moment ist die chinesische Armee eben noch sehr schwach. Vielleicht ein perfekter Moment. Und ich denke, ich werde das versuchen. So, jetzt stellt sich die Frage, wie wir das versuchen. Wie ist unsere Strategie dabei? Wir haben ja unsere drei Armeen und wir wissen, dass die zweite Armee eigentlich nur aus 33.000 Mann besteht. Die schlagkräftigste ist vermutlich die dritte Armee wegen der Anführer. Die erste Armee allerdings auch, habe ich beobachtet, die sind sehr, sehr erfahren. Ich weiß gar nicht, die haben die nebenbei so mitbekommen, weil die insofern war dieser Krieg, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, warum sind die erfahrener, die erste Armee, als zum Beispiel die zweite Armee, die mitgekämpft hat. Schaut mal, vielleicht wegen der Verluste. Also Erfahrung baut sich offenbar sehr, sehr einfach auf. Kann ich mir nicht ganz erklären. Wie auch immer, wir haben diese drei Armeen. Und mein Plan ist jetzt folgendes. Wir werden die schwächste Armee, das ist die zweite mit ihren 33.000 Mann, die werden wir nach Kokand schicken. Die werden einfach nur folgendes machen. Die werden Kokand erobern, das werden sie sicher schaffen. Und dann hier rein defensiv stehen. Sie werden hier nicht anfangen, irgendwie durchs Gebirge und durch die Wüsten hier vorzustoßen. Die beste, größte Armee, die wir haben, die erste Armee, die wird diese lange Front besetzen und versuchen, hier über dieses Tieflandgebiet in Richtung Hauptstadt vorzustoßen. Und mit der dritten, kleinsten Armee werden wir versuchen, unsere Schwarzmeerflotte, ja, um Afrika herum zu schicken und hier eine Marineinvasion direkt in der Hauptstadt zu machen. Das müsste zeitlich hinhauen. Also wir können das leider erst machen, wenn der Krieg ausgebrochen ist. Verzögert sich natürlich dadurch. Ich schätze, das wird ungefähr ja, 3-4 Monate dauern, ehe dann unsere Armee vor Ort ist. Aber das wäre jetzt eigentlich der Plan für diesen Krieg. Und das bedeutet, wir sollten erstens unsere Kriegsziele hinzufügen. Und ich erwähnte ja, ich würde gerne einen... Warte mal kurz, Kriegsziele, ja genau. Ich würde gerne einen Vertragshafen haben und zwar hier Chengying. So, den fügen wir hinzu und dann würde ich sagen, machen wir das. Nochmal eine zweite Geschichte, nämlich Kriegsreparationen gegen China. Das würde sehr, sehr hohe Einnahmen bringen und vielleicht unsere Ausgaben, die auch sehr hoch sein werden, decken, hoffe ich zumindest. Okay, können wir das noch als Hauptforderung machen? Nee, das geht nur gegenüber Kokand, alles klar. So, das ist also jetzt erstmal der große Plan. Dann wurde ich zu Recht auf einen Missstand hingewiesen. Und zwar haben unsere Armeen noch veraltete Truppen. Das darf natürlich nicht sein. In der ersten Armee haben wir tatsächlich ausschließlich Kanonenartillerie. Das werden wir ändern. Und hier haben wir Husaren. Das werden wir auch ändern in Lanzenreiter. Wahnsinn. In der zweiten Armee, die angeschlagen ist, ist die Sache ähnlich. Auch hier haben wir nur Kanonenartillerie und Husaren. Und in der dritten Armee haben wir sogar uneinheitliche Infanterie. Die kommt, glaube ich, durch die eroberten Einheiten dort. Ebenfalls Kanonenartillerie und Husaren. Also das sollten wir ändern. Das wird auch relativ schnell, glaube ich, umgestellt werden, denke ich. So, das bedeutet aber, dass wir, glaube ich, einen deutlich höheren Verbrauch an Kanonen haben. Das können wir uns vielleicht auch kurz nochmal anschauen, was da eigentlich der Unterschied ist. Sehen wir das hier? Hier haben wir Kasernen. Nee, aber hier haben wir keine Artillerie. Wir müssen uns das mal kurz... Ich bin jetzt einfach mal neugierig. So, wir gucken mal hier irgendwo rein. Und Kanonenartillerie bedeutet plus 1 Artilleriezufuhr. Ja, jetzt ist hier noch nicht umgestellt worden. Ich glaube, das sieht man auch hier irgendwo, ne? Ja, wenn man das hier auswählt, genau.
Jetzt haben wir es. Und hier plus 2 Arteriezufuhr. Das heißt, wir haben eine Verdopplung der Arteriennachfrage. Das heißt, wir brauchen eigentlich, das ist jetzt schon absehbar, eine Aufwertung der Kanonengießerei. Ja, Eisens, ja, ich würde sagen, das können wir gleich schon mal in Auftrag geben. Das wird ein Thema werden. Es gibt viele Dinge, die ein Thema werden. Wir brauchen auch hier dringend noch Eisenminen in Moskau. Gebe ich auch nochmal einen in Auftrag. Gut, so, das hätten wir getan. Jetzt ist die Frage, wenn die eingeschifft werden, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir die schon mal irgendwo hinbringen, wo sie, ja hier, Donau vielleicht, wo sie dann relativ nah an der Flotte sind. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und vor allem müssen wir natürlich die erste Armee dann schon mal stationieren, da wo sie nachher in den Einsatz kommt, nämlich nach Ostsibirien. Der Weg ist vermutlich auch sehr, sehr lang. 98 Tage. Oh mein Gott. So, ja, da wäre natürlich die Eisenbahn, die irgendwann hoffentlich kommt, hilfreich. Und die bringen wir wie geplant hier unten hin, können das aber noch nicht so, können sie dann halt nur bis da erstmal schicken, ne? Beziehungsweise irgendwann werden wir sie ja dann auch mobilisieren, dann können wir sie direkt an die Front bringen. Okay, jetzt bin ich am Überlegen. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Es gibt noch einiges zu sagen, vieles auch von euren Kommentaren. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf diesen Krieg. Bin gespannt, wie der sich entwickeln wird. Oder ist es sinnvoll, eigentlich nicht jetzt gleich die Mobilisierung zu machen? Wir sparen halt dadurch noch ein bisschen Kosten. Wir verlegen einfach erst und mobilisieren dann. Warum eigentlich nicht, ne? So, chinesisch-afghanische Rivalität erklärt. Die Afghanen sind ja quasi jetzt unter unsere Fittiche geraten. Ah, wisst ihr was? Es gibt tatsächlich noch wichtige Dinge, die ich vergessen habe. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob ich hier bei den Armeen schon die genau das hier eingestellt haben. Zusatzvorräte, boah, das glaube ich, das ist zu teuer, das brauchen wir nicht. Aber vielleicht ein paar Ergänzungen. Genau hier, Schokolade, Tabak, Spirituosen. Solche Geschichten sind ganz nett. Moralregeneration. Was haben wir am meisten? Zucker, Tabak, Spirituosen, Opium. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken uns das mal an. Sind das alles Luxuswaren? Ja, Opium, Tabak, Zucker haben wir zumindest. Ja, dann werden wir die Schokolade da mitgeben. Machen wir das. Und zwar für alle Armeen. Ich glaube, bei manchen haben wir es schon eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob es noch einen schnelleren Zugriff darauf gibt. Also hier Schokolade. Auf zweite Armee hat schon die Schokolade, genau. Und die dritte Armee, glaube ich, auch. Ja, gut, die kriegen also die Schokolade. So, ja, Artillerie ist teuer, das wissen wir. Da können wir jetzt erstmal nichts machen. Dann würde ich sagen, weiter. Und was? Das hat echt geklappt. Krass. Wir haben tatsächlich die Glaubensfreiheit beschlossen. Sehr schön. Protestbewegung wurde aufgelöst. Und ja, der Staat hat eine offizielle Staatsreligion, aber die Menschen können glauben, was sie wollen. Nur besonders exotische Religionen werden diskriminiert. Das ist interessant. Reduziert allerdings unsere Autorität. Das ist natürlich nicht so gut. Führt auch zu mehr Radikalen und zu weniger Loyalisten. Sind alles erstmal negative Dinge. Wir schauen uns das an. Hier wären es minus 10%, hier plus 10%, hier minus 5 und plus 5. Aber das für mich Entscheidende, warum ich das gemacht habe, ist die Tatsache, dass die orthodoxe Kirche jetzt von plus 30% politischer Stärke auf plus 15% politischer Stärke abfällt. Und das ist ja schon einfach eine konservative Kraft, die wir auf lange Sicht reduziert haben wollen, weghaben wollen. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass andere dann wiederum stärker wachsen können, ne? Weil das ja alles irgendwie anteilig mit korrespondierenden Röhren gewissermaßen funktioniert. Das hilft also, dass die Intellektuellen, die Industriellen stärker werden.
Okay, also kleiner politischer Erfolg, auch wenn er jetzt kurzfristig erstmal innenpolitisch vielleicht nicht besonders stabilisierend wird. Warum hat denn Afghanistan so viele Bataillone? Ist ja der Hammer. Oh, was haben wir denn hier? Jetzt wird es ja immer interessanter. Gehöftbauern beschließen eine Protestbewegung. Und da ist sogar wieder ein Agitator mit dabei. Yevgeny Voronzov ist schon wieder am Start. Wow. Wie kommt das eigentlich? Landreform orientiert. Ah, okay, das ist seine Ideologie. Gut, das ist natürlich jetzt eine ganz faszinierende Angelegenheit, weil wir würden mit dieser Geschichte unser krassestes Problem lösen können, nämlich die Leibeigenschaft. Natürlich gibt es extrem viel Widerstand und das ist halt das andere Thema. Wir würden die mächtige Landadelversammlung extrem radikalisieren, von minus 3 auf minus 23. Das kann natürlich gravierende wiederum innenpolitische Auswüchse haben, bis hin zu einem Bürgerkrieg in dieser Situation. Und ich glaube, solange wir jetzt hier in einem außenpolitischen Konflikt sind, sollten wir das nicht wagen. Aber trotzdem faszinierend, dass es theoretisch jetzt schon möglich wäre, die Leibeigenschaft abzuschaffen. Spannend, spannend. So, okay, wir lassen noch mal ein bisschen Zeit laufen. Das dauert natürlich ewig. Also wenn wir jetzt angegriffen werden von der anderen Seite, oh mein Gott. Im Übrigen, interessanterweise, durch dieses neue Gesetz ist auch diese eine Geschichte hier aus dem Journal entfernt worden. Religion, Autokratie, Nationalität. Bei der Sache wusste ich eh nicht genau, was da passieren wird. Insofern muss ich dem jetzt auch nicht nachtrauern. Wir gucken mal, wie es mit der Manpower aussieht. Ey, hier ist wirklich nicht viel dazugekommen. Es ist ein Trauerspiel. Wahnsinn. Zu Recht wurde im Übrigen gesagt, dass wir schon sehr viel Investitionsvolumen haben hier. Im Fonds extrem viel drin haben. Ich müsste die Bauwirtschaft ausbauen, ja. Ja. Aber jetzt müssen wir erstmal Artilleriewerke bauen. Die sind auch noch gar nicht dabei, ne? Ne. Das dauert alles noch. So, da ist ein kleiner Aufstand. Ich würde sagen, wir werden diese Armee jetzt mobilisieren. Und sie an... Ach, was ist das denn? Das ist ja natürlich wieder lästig. Ah, das sind unterschiedliche Fronten. Wir werden sie, glaube ich... Ich will nicht, dass sie unser Land hier möglicherweise okkupieren. Deswegen werde ich sie an diese Front bringen. Ja. Und dann müssen wir nachher mal sehen. Sind die da am Marsch? Ach so, wartet. Das gehört zu dieser Megafront hier. Ach, das war mir gar nicht bewusst. Aufgrund dieses Sees. Nee, dann machen wir das genau nicht. Dann ändern wir das. Dann bringen wir sie exakt hier hin, wo sie dann sicher sehr schnell Kokand überrollen werden. Das ist doch gut. Bin ich jetzt auch bei der richtigen Armee? Ja, bei der zweiten Armee. Wir müssen dann nur sagen, wer was macht dort. Ja, ich glaube, die können beide... Oh, was ist denn schweres Sperrfeuer? Moralschaden, Tötungsrate, aber reduzierte Schlachtbesetzung, Verwüstung. Ja, das ist, glaube ich, jetzt hier nicht nötig. Wir machen beiden Front voranbringen, weil die sind beide ganz, ganz passable Offensivleute. Okay. So. Mal sehen, wo die Afghanen jetzt hingehen. Die müssen eigentlich auch an unsere Seite kämpfen. Dann würde ich sagen, ist jetzt der Moment gekommen, wo diese Truppe mobilisiert wird. 43 Tage braucht sie eh noch. Und die kommt dann an diese große Front hier. So, und hier sollten wir allerdings ein strategisches Ziel festlegen. Ich glaube, man kann immer nur eins festlegen, ne? Insofern... Na, ich bin mir nicht sicher, ob die, wie clever die sind, ne? Ich möchte eigentlich nicht, dass sie jetzt hier durchs Gebirge angreifen. Ich möchte, dass sie da angreifen. Aber Ziel soll natürlich die Hauptstadt sein.
Kann man mehrere Ziele festlegen? Das ist ein strategisches Ziel. Und was weiß ich, zum Beispiel das hier? Nee, offensichtlich nicht. Dann würde ich sagen, definieren wir mal erstmal die äußere Mandschurei als strategisches Ziel. Und hoffen, dass dann die Hauptvorstöße hier stattfinden werden. Ja. Was ist das denn hier? Haben die hier eine Revolte oder was ist das? Oder ist das irgendwie normal? Das ist, glaube ich, normal, ne? So. Die verteilen da nur ihre Einheiten. Ah ja, die haben nicht alles mobilisiert. Ah ja, das ist auch nachvollziehbar bei dieser riesigen Armee. So, unsere Truppen erreichen langsam die Stellung. Okay. Ja, es ist ganz gut, dass wir sie auf diese Art und Weise an die Grenzen locken. Es könnte noch ein bisschen schneller gehen, finde ich. So, wir sind da auf jeden Fall. Okay, das passt. Persien erklärt Neutralität. Persien hätten wir mit reinnehmen können. Im Übrigen ansonsten niemanden. Aber das wäre, glaube ich, unnötig gewesen. So, minus 6500 kostet uns das Ganze im Moment. Erreichen wir jetzt noch rechtzeitig diese Gesamtfront? Oh, das wird immer langsamer hier. Ich glaube noch nicht vor Kriegsausbruch, aber wird schon passen. So. Na dann. Wollen wir mal sehen, wie dieses Abenteuer ausgeht. Vor allem mit wie viel Verlusten wir zu kämpfen haben. Ach so, eine Sache habe ich tatsächlich, die hätte ich nochmal vorher euch zeigen können. Mir war das bewusst. Man sollte natürlich, bevor man irgendjemanden Krieg erklärt, sollte man einen kleinen Blick in seine Handelsrouten mal werfen. Nicht, dass man da super abhängig ist. Und in der Tat, wir sind abhängig von China, weil wir dort Färbemittel beziehen. Und zwar, das ist unsere einzige Quelle von Färbemitteln. Insofern sollten wir gucken, dass wir die woanders herholen. Und wir sehen eine Route in den amerikanischen Markt. Ist lohnenswert. Vielleicht können wir die Route der Chinesen auch sowieso. Die ist ja inaktiv, aber noch da, ne? Die brauchen wir nicht. Wenn wir gewinnen, haben wir einen Vertragshafen. Dann können wir, glaube ich, ohne. Also brauchen wir eine Route, aber ohne Bürokratiekosten da reinzugehen, ja. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir hier. Wir müssen, glaube ich, bei der Autorität mal was tun. Wir müssen Erlasse absetzen. Ja, okay, also erstmal holen wir uns hier ein bisschen was. Ah, aus dem sickischen Markt. Aus dem britischen Markt. Ich glaube, das reicht schon, um das zu kompensieren. Und dann wollte ich kurz nochmal nach den Erlassen schauen, wo wir die gesetzt haben. Also Durchlässigkeit ist wichtig. Ich denke, wir werden die grünen Graskampagnen hier mal abschaffen. So, dann haben wir immerhin minus 75. Deutlich besser. Wofür geben wir das jetzt noch aus eigentlich? Minus 25 durch Beliebtheit von Zar Nikolai, minus 20% durch, ah ja, böse Bojan, das Problem. Und natürlich die Stärkung der industriellen Intellektuellen. Aber das ist wichtig. Oh ja, die Verbrauchssteuern auf Alkohol. Das ist die Frage. Das sind 12.000. Das sollten wir vielleicht nicht abschaffen. So. Was passiert jetzt an der Front, an der wir uns noch nicht befinden, sondern jetzt erst, in diesem Moment? Haben wir auch eine leichte Überlegenheit. Wir müssen jetzt bloß erstmal gucken, dass wir, wem wir jetzt hier quasi Angriffsbefehle geben von der ersten Armee. Wir haben da einige untalentierte Leute oder einen besonders, nämlich das ist er hier. Der geht auf Front verteidigen. Die anderen könnten eigentlich die Front voranbringen. Schauen wir mal kurz. Aber besondere. Ja, gut, er ist der Forscher. Und. Oh, er hat hier einiges. Das ist aber alles nur Defensive. Tapfer, ja, los. Die beiden marschieren voran.
Okay, dann gucken wir mal, wie das jetzt zu Ende geht, wie das ausgeht, wie das weitergeht. Wo sehen wir hier erste Schlachten? Können wir ja nachvollziehen, wann die erste Schlacht beginnt. Hier ist unser... Aha, wie geplant, sehr schön, das klappt gut mit den Expansionszielen. 22 gegen 25, Offensive 33 gegen 14, also das sollte ja nun klappen. Ja, das klappt auch sehr, sehr gut. Prima. Es können ja jetzt immer mehr Schlachten stattfinden. Hier haben wir auch eine Offensive. Okay. Okay, das, also wir sind auf jeden Fall überlegen. Das hatten wir ja schon gewusst und erwartet. Hier verteidigt aber der Gegner Kokand relativ stark. Komischerweise, was macht unsere zweite Armee? Wieso wird hier nicht... Ach so, Kokand... Afghanische Seite. Warum gehen wir hier nicht in die Offensive? Doch, tun wir. Hier ist die Defensive stärker. Warum eigentlich? Haben die hier bessere Armeen? Könnte sein, dass Kokand schon etwas stärker ist. Gut möglich. Verfolgen wir hier ein bisschen die Schlachten. Panischer Rückzug. Verfolgung. Mal sehen, wichtig ist, wie viel Land wir jetzt nehmen. Oh, Leute, ich habe ja ganz vergessen, unsere Invasion. Oh mein Gott. Ah, wie ärgerlich. Okay, die Mobilisierung muss natürlich stattfinden. Und vor allem dann die Marineinvasion. Oh, wie konnte das denn passieren? So, ich denke, wir landen hier direkt. Mit der baltischen Flotte. Okay, die ist zu klein. Da habe ich ein bisschen verkalkuliert. Minus 40% Invasionseffizienz. Reisezeit 4 Monate. Da habe ich mich... Das ist korrekt. Jetzt ist die Frage, wenn wir die andere nehmen... Halt, Quatsch. Schwarzmeerflotte wollte ich ja eh nehmen. Dann wird es aber noch schlimmer. Ja, man müsste die Armee spalten, aber das wollen wir auch nicht. Ich glaube, wir werden selbst mit 41% Invasionseffizienz die Sache schaffen. Wir bestätigen das. Vielleicht auch nicht. Die haben tatsächlich Reserven im Hinterland zurückbehalten. Naja, gut, wir werden sehen. Hier helfen uns offenbar die Afghanen. Okay. So, hier wurde tatsächlich schon was erobert. Hervorragend. Und da oben sind wir ganz gut vorangekommen. Bin ich zufrieden mit. Die nächste große Schlacht tobt hier. Auf der Gegenseite auch mit über 60 Bataillonen. Hier könnt ihr so ein bisschen mitverfolgen, wie sich unsere Manpower entwickelt. Hier natürlich auch, wie viele Tote wir haben. Vielleicht sollten wir es immer so pro Schlacht uns immer anschauen. Das ist ganz interessant, glaube ich. 26% Besetzung gewonnen durch diese Schlacht. Je größer die Schlacht, glaube ich, umso mehr Besetzung gewinnt man. Das sieht man auch hier auf einen Blick, wie viele Tote man hat. Ja, hier unten eben, ne? 2400. Der Gegner 17.000. Okay. Okay, okay. Das klappt doch ganz gut. So, hier läuft eine Schlacht. Woronzow beteiligt. Das ist ja unsere angeschlagene Armee, die auch immer angeschlagener wird natürlich dadurch jetzt auch. Aber für das reicht es hoffentlich. Hier warten wir auf die nächste Schlacht, die gleich beginnen wird. Irgendwo beginnt sie, glaube ich, auch. Aber woanders, nicht da, wo wir sie wollen. Eine kleine Schlacht nur. Aktive Schlacht hier, ja genau. Ja gut, das ist soweit in Ordnung. Ja, der Widerstand ist da stärker, wahrscheinlich auch schwieriger zu führen hier in den Bergen. 3 Schlachten hier gleich am Laufen. Grabbe geht in die Richtung vor, das ist jetzt gar nicht so unbedingt unser Ziel, dass wir hier noch da weit vorstoßen in der Richtung, aber gut. Was macht unsere Flotte?
Okay, die sind also erstmal dabei einzuschiffen. Und Jewgeni Woronzow, der Agitator, ist gestorben. Tja, damit werden die Gehöftbauern ihren wichtigsten Unterstützer verlieren und wenig erfolgreich sein. So, diese Schlachten finden alle irgendwo statt. Hier hinten. Leider klappt das jetzt nicht mehr so gut mit diesem strategischen Ziel. Irgendwie wird nicht mehr da vorgerückt, wo ich mir das eigentlich erhoffe und erwünsche. Vielleicht, weil wir das schon so halb besetzt haben. Nee, ne? Ich glaube, das gilt ja insgesamt als äußere Manscherei als Ziel. Würde ich mal sagen. So, die Gegner verlegen aber auch wild Bataillone. Während wir Kokand gleich erobert haben. Hoffe ich zumindest. Sieht aber ganz gut aus. Währenddessen gucken wir hier nochmal. Gibt es hier keine großen wichtigen Schlachten mehr da, wo wir sie haben wollen? Wo ist denn hier die nächste Schlacht? Keine laufende. Gucken wir mal, wo wieder eine kommt. Hier haben wir mal wieder eine größere Schlacht. Die findet wo wieder dort in der Gegend. Na gut, aber die Defensive wird immer schlechter des Gegners. Die Vereinigten Staaten kolonisieren Utah. Aha, danke. So. Nächste Schlacht wird gewonnen, aber den Teil wollen wir nicht besetzen, Leute. Aber hier, das sieht jetzt gut aus. Vielleicht wird Kokand jetzt schon fallen. Jawohl, okay. So, das heißt, wir können hier umdisponieren. Diese Armee wird jetzt hier nicht mehr angreifen. Ihr geht auf Front verteidigen. Und wir schauen uns jetzt mal den Kriegsstand an. Also, wir wollen natürlich hier alles durchsetzen. Ist die Frage, Kokand, können die vorzeitig ausscheiden? Na, die werden sich dann schon melden, ne, wenn das möglich ist. Okay, wir sehen im Übrigen die Zahl der Toten. Oh mein Gott, wir haben auch schon wieder 37.000 Tote zu vermelden. Vor allem durch Zermürbung. Auf chinesischer Seite 97.000 Tote. Gut, das wird jetzt hier runter ticken. Dann werden die... Dann wird Kokand übertragen und dann geht es nur noch gegen China. Und dann ist die Frage... Ja, wie sieht's aus mit unserer Flotte eigentlich? Wo ist sie? Ist sie schon da? Oh mein Gott. Das Ganze läuft schon. Dieses ganze UI ist auch komplett neu umkämpft. Das heißt, hier kämpfen tatsächlich Schiffe miteinander, wenn ich das richtig sehe. 38 gegen 9, das sollten wir hoffentlich gewinnen. Und dann haben wir hier den Anlandefortschritt. Das Problem ist aber... Okay. Diese Marineinvasion wird scheitern, falls die Schwarzmeerflotte besiegt wird und Russland 3 Landschlachten mit 0% Anlandefortschritt verliert. Ja, okay, jetzt könnte natürlich das ein Problem werden für uns mit der Invasionsgeschichte. Ich hatte tatsächlich... man ist so ein bisschen die Dummheit der KI gewohnt. Ne? Was ist denn hier los? Oh nein, es gab schon wieder irgendwie eine super dämliche Umgruppierung. Was? Wir haben das gesamte Land verloren, das wir dort erobert haben? Oh, diese alten Probleme sind wieder da. Die erste Armee ist auf dem Rückmarsch, weil die Front sich verändert hat. Das ist so erbärmlich. Jetzt müssen wir erst 27 Tage dahin marschieren und haben den gesamten Fortschritt verloren. Gut, ich habe es sicher auch zu spät bemerkt, aber das ist ja eine Katastrophe. Ja, das kommt, weil sich irgendwie die Frontlinien halt durch diesen Sieg da unten verändert haben. Das ist ja nervig. So. Hier, das ist eine Flottenschlacht, die stattfindet. Preußen möchte einen Handelsvertrag mit uns eingehen. Ich würde sagen, wir können jetzt hier Freunde gebrauchen. Wir nehmen das mal an.
Lande Fortschritt ist wahrscheinlich aufgrund des Flottenkampfes angehalten. So, das Ganze ist erstmal erfolgt. Gescheiterte Verteidigung. So, okay. Wie geht das hier weiter? Fortschritt 52. Ich sehe im Moment aber nicht, wie wir hier vorankommen. Ah, hier findet gerade eine Schlacht statt. Die habe ich tatsächlich nicht beobachtet. Ah, das ist sozusagen die erste Schlacht, die es jetzt gilt zu gewinnen. Und hier ist jetzt unsere Offensive halt deutlich reduziert wegen ja, der zu kleinen Flotte für diese ganze Aktion. Es sieht aber so aus, als hätten wir hier unser Land relativ schnell zurückbekommen. Sehe ich das richtig? Oder vielleicht doch nicht verloren? Naja, unsere Armee ist noch nicht da, aber irgendwie hat sich da was verändert. So, aber das ist jetzt das Entscheidende. Ich glaube, wenn wir die erste Schlacht gewinnen... Ah, wir gucken mal, wie weit der Fortschritt vorangeht. Wenn wir erstmal einen Brückenkopf haben, dann haben wir nämlich den Malus nicht mehr. Und dann sollte alles gut gehen. August kommt, wird aus Frankreich verbannt, ja. So, der Sieg ist jetzt hier unser. So, sehr schön. Haben wir jetzt hier... Nee, wir sind auf 79%. Das heißt, es wird noch weitere Schlachten geben. 26% sind hier vorangegangen. Okay, verstehe. Tote hält sich hier in Grenzen 2200. Hier findet die nächste Schlacht statt, aber wieder hier hinten. Da, wo wir eigentlich nicht kämpfen wollen. Und die andere Armee, die hat jetzt ihre Front selbst verlegt, weil es jetzt, glaube ich, nur noch eine Front gibt, wenn ich das richtig sehe. Das ist okay, dass die dann dort in die Defensive geht. Das ist in Ordnung. Ja, hier spielt die Musik. Mexikanische Kolonisierung von Arizona. Einheimischen Aufstand, auch interessant. Gut, der Rest interessiert uns nicht. Wann findet die nächste Schlacht hier statt? Das ist die spannende Frage. 79%. Im Moment passiert hier nichts. Der Gegner hat natürlich Zeit, hier weiter Truppen heranzuführen. Sehen wir? Ah, da ist die nächste Schlacht. 60 gegen 60. 11 gegen 9. Oh, das ist aber auch eine knappe Kiste. Das ist aber auch eine riskante Aktion von mir gewesen. Ja, man hätte halt die Flotte umstrukturieren müssen. Ich glaube, ich habe das deshalb nicht gesehen eben. Das war gar nicht so schlimm mit der Front. Wir haben da noch nichts verloren. Weil ich hier auf diesem... Nee, weil ich auf irgendeinem anderen Bildschirm war, ne? Vielleicht auf der Schlachtdarstellung? Nee, ich weiß nicht. Es wurde vorhin anders angezeigt. So. Das ist die wichtige Schlacht. Wir gewinnen sie, Friedrich von Berg. Und wenn wir jetzt 100% erreichen, was möglich ist... Bei dieser großen Schlacht, dann haben wir den Brückenkopf. Der Gegner wirft uns aber unfassbar viele Bataillone entgegen. Ist natürlich auch eine Entlastung der anderen Fronten, ganz klar. Und. Jawohl! Ha! Wir haben's. Die Marineinvasion ist erfolgreich abgelaufen. Und damit, wenn ich das richtig sehe, haben wir Peking auch direkt schon erobert, oder? Also jetzt müssen wir bloß ein bisschen aufpassen. Hier, dieser komische Bildschirm ist immer noch da. Ah ja, ja, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt haben wir hier quasi eine zweite Front. So. Und diese Front, ja, wo entwickeln wir die jetzt weiter? Das ist eine gute Frage, ne? Ich würde sagen, eine Vereinigung dieser Fronten wäre schon sehr sinnvoll. Insofern, ja, geht mal in die Richtung. Das wird sich dann schon irgendwie ergeben. Wir schauen nochmal, wie es jetzt hier aussieht. Hier scheint ein Frieden möglich zu sein mit Kokand. China ist natürlich noch relativ weit entfernt. Kann man einen Separatfrieden machen?
Und dann nur noch mit denen im Krieg sein. Wir gucken mal ganz kurz. Ja, sieht nicht so aus. Scheint nur insgesamt möglich zu sein. So, wo finden hier wieder die Schlachten statt? Da, wo wir sie nicht haben wollen? Egal, jetzt heißt es einfach nur... Theoretisch könnte man eigentlich jetzt auch einfach nur defensiv stehen, oder? Wahrscheinlich ist es das Cleverste, zumindest an dieser Front einfach nur defensiv zu stehen. Entschiedene Verteidigung erhöht den Versorgungsverbrauch. Das finde ich gut. Das machen wir. Ja, es sind Defensivstrategen, die wir hier haben. Also, die sind sowieso sehr beansprucht gewesen. Entschiedene Verteidigung kriegen die beiden jetzt. Und das heißt, wir werden nur noch hier vormarschieren und dort sollen sie an unseren Verteidigern die Zähne ausbeißen. Ich finde, das ist ein ganz guter Plan. Okay, liebe Leute, aber der Krieg wird sich hinziehen. Ich denke, an dieser Stelle machen wir erstmal Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Steinwald.